Regenbogen. Regenbogen! Ah. Was zum? Das ist voll in den Bauch. Aber da stand da. Das waren die Äste von dem. Ja. Da kann man auch noch. So, scheiß hier. Wow. Okay, das war der Heckreif. Und der Aufprall hat Yoshi getötet. Gut so. Nein, das war das von IT gefahren. Und trotzdem und so. Kommst du zurück auf Lutsch? Danke. Die ganze Zeit jemanden wiederbeleben. Das ist ja fast, als wäre ich der Sunny im Team. Da zum Beispiel. Wow. In den sie nicht reingeschossen wurde. Weißt du, welcher das ist? Hallo, irgendwo drin? Jetzt geht's nach Porto Rico. Ja. Der fliegt bei mir mit oder nicht? Ja. Ach du Scheiße. Weißt du, worauf du dich da eingelassen hast? Ich bin heute mal mutig. Ich bin da hinten bei dem großen Gebäude, ich glaube, das ist eine Villa. Das wollte ich ja jetzt nicht sagen. Weil Vortex Ring State. Achso, ja. Ich war Gas. Ah, da steht wer. Oh oh. Ah! Da schießt er. Hotel ist schlechte Idee. Ah, Scruffy! Ja? Was wolltest du? Weil wir beschossen wurden. Von einer Hotelseite. Da, wo ich landen wollte. Nee, du kannst mich auch hier an der Straße. Gurfi, kann ich da landen, wo ich bin? Anscheinend nicht. Hubschrauber hat einfach Feuer im Tank beim Aufsetzen.
musst du immer eine volle Position aus, um zu sterben. Okay, das ist das Feuer ausgeht. Ihre Töfte. Oh, das ist ja richtig geil. Ja. Ausgezeichnet. Bitte alle direkt hier rechts durch das Fenster. We've got an enemy. Rifleman, 75 meters, just up ahead. Nein, nicht rollen! Ja, jetzt hast du dir das auf jeden Fall mal schön angeguckt, wo du die Granate hinwerfen musst. Ja, sie ist auch da gelandet. Alle drei. Wunderbar. Ich hab noch einen dahinter. Sieht doch gut aus. Danke. Ah! Das sah toll aus. Right, Maria. 100 meters. Front. Hast du ein bisschen im Rucksack? Verdammt. Aus, raus, aus. Ich danke. Wärst du auch nie belebt worden. Auf der anderen Seite vom Hotel war der. Was, wer wäre belebt worden? Ich? Ich kann nicht belebt werden. Ich war im Hubschrauber gefangen. Ach so, das wäre nicht gegangen. Nee. Das hat ja irgendwas geändert, dass man nicht mehr ejecten kann, damit man nicht mehr aus Hubschraubern abspringen kann. Oh, okay. Kommt der in den Rotor. Das einzige Problem ist halt, dass auch das Skript einen nicht mehr rausschmeißen kann. Damit man. Und dann hängt es fest, weil es denkt, hey, der ist noch nicht auf den Boden aufgekommen. Das heißt, er muss noch fallen sein. Hab dort mal zwei. Ich habe keinen Schirm gesehen, da wo wir gelandet sind. Hinter mir. Das rettet mich schon. Hätte mich umdrehen sollen. Jetzt durchziehen müssen. Ja. Ich bin gesehen. Warum rettet wieder alle? Ich liege jetzt genauso beschissen wie Josh. Ja, Steffi, spring von dem Dach. Rede rettet alle. Alle mit Scruffy fliegen. Ich flieg wieder. Ich fühle mich jetzt persönlich herausgefordert. Wer von euch am schnellsten am Hubschrauber ist, fliegt. Das war doch jetzt offensichtlich, oder? Na gut. Ich flieg dich wieder. Schnell, er schießt K.O. Scruffy, ich will fliegen. Oh mein Gott, er schießt ihn, wo ist er? Ja. Was ist das? Nichts abhalten. Gar keine mehr. Ja, ich hab irgendwie gerade den Dingspunkt von meinem Pedalen verpasst. Ich dachte gerade, du würdest die Herausforderung jetzt gezeigt, dass du gut jetzt lang ist. Ja, komm, ich jetzt lange genug angeguckt.
perfekt gelandet. Siehst du, Steffi, ich kann's doch. Nur weil hier keine Sonnenschirme waren. Im Berg. Ja. Hast du die Waffe erwischt? Steffi, sag mir mal, gehen meine Tracer in die richtige Richtung? Nee. Ja, da steht der Eingang vom Gebäude. Und rechts, den hast du links, davon steht noch einer. Steffi, was für eine Waffe hast du? Rechts. Ich hab... Rechts, läuft jetzt nach rechts. Geht auch zum Eingang. Die M40 DMR Seahorse Sarah MK1. Das Gebäude rein. Yoshi, da liegt noch einer rechts an der Wand. Exakt mittig. Der Feuerquad. Rechts an mir. Vom Gebäude ist wieder da. Das ist alle rechts davon, drei Mann. Geh ich hoch. Wenn das hin. Jetzt laufen sie wieder zurück, weil es gerade explodiert ist. Was, wo? Oder hier, da wo du jetzt bist. Ja. Das sieht gut aus. Ein bisschen noch zu mir. Ja. Okay, Steffi, ist ein Rucksack hier drin. Cool. Oh. Du bist gerade aufgegangen, Andy, und du bist gerade 14 Kilo hoch. Hast du bei Take-On nicht aufgepasst? Was? Hast du bei so Take-On nicht aufgepasst? Ne? Heck vom Berg weg. Dankeschön. Bitte. Weg vom Berg weg, war das nicht so? Für eine Zeichnung auf dem Whiteboard. Das Board.